Das Wort hat der Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Recht, bis auf den letzten Beitrag, den lassen wir jetzt mal weg, haben alle anderen darauf hingewiesen, wie groß die Bedeutung dieses Flughafens für unser Land ist. Und, meine Damen und Herren, ich wiederhole es, ich weiß nicht zum wievielten Male. Dieser Frankfurter Flughafen ist das Herzstück unserer wirtschaftlichen Entwicklung, und jede Regierung muss bestrebt sein, diese weiter erfolgreich zu gestalten. Darüber kann man ernsthaft nicht streiten, meine Damen und Herren. Die Lufthansa ist deshalb da, weil es diesen Flughafen gibt. Und die Lufthansa ist mit knapp 38.000 Beschäftigten der größte private Arbeitgeber in diesem Land. Ganz nebenbei, die streiten immer mit Rewe, wer die meisten hat, aber geschenkt, selbst wenn sie der zweitgrößte wären. Und deshalb sage ich mal vorneweg, jede Regierung und auch jede politische Partei kann doch ernsthaft nur an einem interessiert sein. Beide Unternehmen müssen erfolgreich sein, damit in diesem Land gute Arbeitsplätze sind, damit in diesem Land gut verdient werden kann, damit wir eine starke Infrastruktur haben, dass wir weiterhin attraktiv mitten in Deutschland und in Europa sind und dass das Erfolgsland Hessen ohne diese beiden Faktoren aus meiner Sicht dauerhaft Schaden nimmt. Das kann niemand wollen, und deshalb muss unser erstes Ziel sein, wir wollen, dass sowohl der Flughafen, dass die Fraport wie die Lufthansa auch in Zukunft erfolgreich und am besten gemeinsam arbeiten, meine Damen und Herren. Sie haben überschrieben, die Hessische Landesregierung gefährdet Arbeitsplätze und fördert den Lärm. Sie wissen selbst, dass das Unsinn ist. Aber ich frage mich manchmal, warum können Sie nicht widerstehen den einfachen Reflexen? Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Ist ja in Ordnung. Wir haben hier eine bunte Landschaft. Die Linke war schon immer gegen alles in diesen Fragen. Okay. Die GRÜNEN haben eine andere Grundposition eingenommen. Auch okay. CDU, SPD und FDP haben sich immer für den Ausbau dieses Flughafens eingesetzt. Das war richtig, ist auch richtig. Aber, meine Damen und Herren, es muss etwas hinzutreten. Dieser Flughafen ist eine Herausforderung besonderer Art. Wir haben einen Flughafen in einem sehr dicht besiedelten Gebiet, in einem Gebiet, das räumlich nicht beliebig ausdehnbar ist. Diesen Flughafen kann man, da komme ich noch darauf zurück, insbesondere auch in Debatten mit der Lufthansa, nicht vergleichen mit Flughäfen, die irgendwo auf der grünen Wiese sind. Das ist alles sehr eng. Dort haben wir viele Menschen, die dort wohnen. Und deshalb muss es darum gehen, nicht Ausbau und sozusagen Wachstum um jeden Preis, sondern es muss darum gehen, erfolgreiche Zukunft, aber gleichzeitig auch eingebettet in erträgliche Verhältnisse, damit die Menschen, die dort leben, die dort auch in Zukunft leben sollen, sehen, dass wir beides im Blick haben. Der Erfolg dieses Unternehmens aus Gründen, die ich eben dargelegt habe, aber auch, dass die Menschen, die dort wohnen, sehr nachhaltig sehen. Wir geben uns größte Mühe, dass der Lärm eben nicht steigt, sondern dass der Lärm sich senkt. Wir haben ein Programm, das ist einmalig auf der Welt. Es gibt es sonst nirgends. Man darf es nur einmal wiederholen. Die Allianz gegen Fluglärm, die gibt es nirgends auf der Welt. Wir haben über 800 Millionen € dort investiert. Für passiven Lärmschutz und natürlich für aktiven Lärmschutz. Auch darauf komme ich noch einmal zurück. Und dazu gehört zum Beispiel das Nachtflugverbot. Das gibt es sonst nirgends in dieser Weise. Es ist eine politische Entscheidung, die diesen Flughafen in seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten einengt. Das muss man doch jetzt einmal zur Kenntnis nehmen. Wir haben die politische Entscheidung getroffen mit den Lärmpausen. Und wir werden eine kluge politische Entscheidung treffen mit der Lärmobergrenze. Das sind politische Entscheidungen, zu denen wir stehen, die aber natürlich unternehmerisches Handeln einschränken. Ja, das wissen wir. Wir wollen aber beides. Wir wollen, dass diese Entwicklung gut läuft, und wir wollen, dass die Menschen in dieser Gegend auch gut leben können. Und dies ist der Kern auch und gerade der Arbeit des Wirtschaftsministers Al-Wazir. Deshalb, Sie mögen ja
andere Positionen einnehmen. Aber Herrn Al-Wazir vorzuwerfen, er würde vorsätzlich sozusagen die Verlärmung der Gegend fördern. Ich frage mich, was das soll. Der Kollege Kaufmann hat Ihnen eben Ihre eigenen Worte vorgelesen aus dem November. Im November haben Sie hier von diesem Pult gesagt, wir fordern den Wirtschafts- und Verkehrsminister nicht auf, den Antrag nicht zu genehmigen. Ja? Also, genehmige ihn nach Recht und Gesetz oder genehmige ihn nicht, aber nach Recht und Gesetz. Das hat er getan. Ihr ganzer heutiger Auftritt ist doch geschuldet, dass Sie den Eindruck vermitteln wollen, dieser Minister, diese Regierung, denen wäre die Lärmentwicklung egal. Meine Damen und Herren, Sie haben seinerzeit waren seinerzeit waren Sie noch dabei, dass Sie gesehen haben. Sie haben übrigens auch erklärt, die Low-Cost-Strategie sei richtig. Ich könnte Ihnen das alles vorlesen. Sie haben seinerzeit erklärt, der Minister muss nach Recht und Gesetz entscheiden und nicht nach politischem Gusto. Das hat er getan, und dann darf man ihn heute mit so einem Schaufensterantrag nicht versuchen, an die Wand zu stellen, meine Damen und Herren. Ich verstehe auch nicht den Sinn Ihres Vorhabens, außer vielleicht, dass Sie versuchen, wie ich finde, am Ende sowieso vergeblich, politisches Kapital zu schlagen. Glauben Sie im Ernst, dass die schwierige Situation und die Interessenunterschiede, die Fraport und Lufthansa zurzeit austragen, dass Sie die besser lösen mit so einer Diskussion heute im Parlament? Wir können uns über alles unterhalten, selbstverständlich. Aber ich hätte dann gerne auch ein paar Vorschläge. Was haben Sie denn konkret vorgeschlagen? Sie haben alles, was wir gemacht haben, kritisiert. Das können Sie tun. Sie pflegen in letzter Zeit viele Fragen aufzuwerfen. Auch in Ordnung. Aber ich kenne keine einzige Antwort. Und wenn Sie keine Antwort haben, dann ist das nicht schlimm. Dann sollte man sich aber hier nicht so aufspielen, als wären alle anderen Beteiligten entweder nicht in der Lage, die Sache zu verstehen, böswillig in ihrer Politik oder beides gemeinsam. Von Ihnen habe ich bisher noch keinen einzigen brauchbaren Vorschlag gehört, meine Damen und Herren. Ich sage das in aller Offenheit. Ich bin auch enttäuscht. Ich habe Sie persönlich über alles detailliert unterrichtet, was wir tun. War das so oder war es nicht so? Habe ich Sie am Samstag den Sohn so vielen angerufen und gesagt? Aha. Und danach? Okay. Dann haben wir offensichtlich ein unterschiedliches Amtsverständnis. Da müssen wir jetzt auch einmal drüber reden. Die Aufgabe des Ministerpräsidenten ist nicht die Unternehmensplanung der Fraport und auch nicht die der Lufthansa. Und ich maße mir auch nicht an, sozusagen denen allen belehrend gegenüberzutreten und alles zu politisieren. Aber meine Verpflichtung und die dieser Landesregierung und eigentlich aller, denen diese Region am Herzen ist, muss es doch sein, zu versuchen, zusammenzukommen und unterschiedliche Interessen nach Möglichkeit doch zusammenzuführen. Dann bleiben Interessen unterschiedlich, aber das Gemeinsame steht im Vordergrund. Sie führen Gespräche mit der Lufthansa, aber auch mit der Fraport, wie alle anderen auch. Und ich habe Ihnen detailliert vorgetragen, mit wem, wann, wie ich gesprochen habe. Und nach der Begegnung, die wir hatten, war allseits vereinbart Stillschweigen. Und daran halte ich mich. Deshalb habe ich weder Sie noch einen anderen Fraktionsvorsitzenden angerufen. Das ist die Erklärung dazu. Und es war vereinbart, dass es dazu eine Presseerklärung der Unternehmen gibt. Die war auch mit uns abgestimmt. Und ich habe eine einzige Bemerkung irgendwo auf dem Flur gemacht, die Sie dann jetzt sozusagen karikieren, indem ich diese Verpflichtung, mich inhaltlich jedenfalls nicht zu äußern, versucht habe, deutlich zu machen, dass es eine Art Mediation war. Das ist der Grund. Und ich bedauere, dass man, wenn mir das nicht mehr gilt,
sehr vertrauliche Gespräche nicht auch vertraulich halten kann. Warum denn? Weil wir etwas zu verbergen haben? Nein. Wir haben hier einen Grundkonflikt. Und dieser Grundkonflikt, und das bitte ich mir jetzt einfach einmal abzunehmen, den müssen wir einmal darlegen. Und wir werden ja heute Abend gemeinsam die Chance haben beim parlamentarischen Abend. Worum geht es? Teilweise schon angesprochen. Der Luftverkehr verändert sich dramatisch, und zwar in immer schnelleren Sprüngen. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber ich finde, man kann es nicht ignorieren. Kollege Boddenberg hat darauf hingewiesen, 41% aller Flugverkehre sind heute Low-Cost-Verkehre. 41%. Und es wird in wenigen Wochen beginnen, dass eine weitere Revolution und ein weiteres Gesetz der Flugverkehrswirtschaft aufgelöst wird, dass im Interkontinentalverkehr die Low-Coster keine Chance haben würden. Nein, von Köln beginnt es, oder von Düsseldorf, weiß ich nicht, in Kürze auch der Interkontinentalverkehr mit Low-Cost. Und wenn Sie sich einmal anschauen, wie viele Low-Cost-Carrier heute an den Flughäfen Europas bereits sind, dann ist Fraport ein weißer Rabe. Nur bei uns, ausschließlich bei uns, gibt es bisher kein Low-Cost. Und auch das ist falsch in Ihrem Antrag. Dieser Antrag ist ja eine einzige Misstrauenserklärung gegenüber Fraport und all denen, die dort arbeiten. Das müssen Sie den Menschen dort erklären. Ich sehe meine Aufgabe nicht so. Sie kommen mit dieser Ziffer 6, wenn ich das richtig sehe, zu dem Satz, eine isolierte Konzentration auf eine Billigstrategie gefährde alles Mögliche. Wie kommen Sie denn auf so etwas? Wo steht denn das? Es ist doch Konsens, dass der Frankfurter Flughafen weiterhin der zentrale Umsteigeflughafen bleiben soll als International Hub. Wer hat Ihnen denn aufgeschrieben, dass das anders wäre? Dann kommen Sie, Herr Schäfer-Gümbel, doch hierher und zeigen mir einmal, wer wo beschlossen hätte, dass wir uns konzentrieren auf die Billigflieger. Das ist doch Unsinn. Aber indem Sie solche Dinge behaupten, erschweren Sie der Fraport und Ihren Mitarbeitern, in einer schwierigen Situation einen Weg nach vorne zu finden. Das tut mir leid. Ich wäre dankbar, Sie würden nicht wegen eines billigen Effektes Befürchtungen hier hinein in den Mittelpunkt stellen, die einfach nicht bestehen. Wir wollen doch nicht, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, Sie denken an die Redezeit. Ja, ich sage nur, Sie sollen daran denken. Sie können gerade machen, was Sie wollen. Langsam. Wenn Sie sich mal anschauen, den Anteil der Low-Coster an den Flughäfen in Deutschland und in Europa, dann werden Sie feststellen, dass in München beachtlich ist, dass in Düsseldorf, Köln, Hamburg, die den größten Anteil stellen, in Paris, auch in den großen internationalen Drehkreuzen. Es gibt ein einziges, wo das nicht der Fall ist bisher, das ist London Heathrow. Und wir wollen, dass dieser Fraport bzw. dieser Flughafen weiter ein internationaler Umsteigehub ist. Fast 70% der Verkehre machen wir mit dem internationalen Umsteigegeschäft. Das ist auch Gegenstand sowohl des Feststellungsbeschlusses wie aber auch unserer Zukunftskonzeption. Und deshalb, Herr Schäfer-Gümbel, noch einmal, wo haben Sie denn her, dass wir uns nun konzentrieren aufs Low-Cost-Geschäft? Ganz im Gegenteil. Weder der Vorstand noch der Aufsichtsrat noch irgendeine andere mir zugängliche Quelle hat das jemals behauptet. Und wenn es niemand behauptet hat, dann sollten wir es auch nicht in dieser Form in die Öffentlichkeit bringen, meine Damen und Herren. Im Übrigen, man kann eine Position vertreten, wie Sie sie nehmen, und sagen, das Land Hessen sollte in den Aufsichtsrat der Fraport nur Persönlichkeiten schicken, die gleichzeitig in Regierungs- oder jedenfalls parlamentarischer Verantwortung sind. Das kann man für richtig halten. Wir haben uns anders entschieden. Und zwar nicht nur für diejenigen, die uns politisch nahestehen, sondern auch für andere. Und deshalb glaube ich, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Und ich will ausdrücklich einmal sagen, der Kollege Weimar, der seit vielen Jahren diesen Aufsichtsrat führt, führt dies mit ausgesprochen viel Intensität, Klugheit und Erfolg. Und die Zusammenarbeit mit der Landesregierung ist dabei vorzüglich. Wir sind der größte Anteilseigner, aber uns gehört dieses Unternehmen nicht.
Aber diejenigen, die für uns im Aufsichtsrat Verantwortung tragen, das gilt sowohl für den Kollegen Kaufmann, genauso wie Herrn Klemm und für andere, aber insbesondere für den Aufsichtsratsvorsitzenden, die haben aus meiner Sicht keine Kritik, sondern Dank für ihre Arbeit verdient. Dann kommen wir mal zum nächsten. Ryanair. Die Debatte verschiebt sich auf einen interessanten, aber nicht entscheidenden Punkt. Niemand kann Freude daran haben, dass Arbeitsverhältnisse prekär sind oder unbefriedigend. Habe ich auch nicht, und ich hätte sie gern anders. Aber haben Sie sich schon einmal mit den Arbeitsverhältnissen von Aeroflot beschäftigt? Haben Sie sich schon einmal mit den Arbeitsverhältnissen von Qatar Airways beschäftigt? Haben Sie sich schon einmal mit den Arbeitsverhältnissen von PIA, Pakistan International Airways, beschäftigt? Das sind alles diese International Carrier, die ja angeblich kein Problem haben auf diesem Feld. Meine Damen und Herren, wir können, hören Sie doch mal zu, wir können gemeinsam, und da bin ich bei Ihnen, einfordern, dass ordentliche Arbeitsbedingungen kommen. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, wie Fluggesellschaften diese Dinge gestalten. Das mag man bedauern, das bedauere ich mit Ihnen, aber das muss man jetzt einmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir von Ryanair reden, meine Damen und Herren, vielleicht dient es auch einfach der Erhellung der Faktenlage, reden wir mittlerweile von der größten Fluggesellschaft Europas. Das ist nicht irgend so eine kleine Truppe, die am Rande herumfliegt. Es ist die größte Fluggesellschaft Europas. Auch das muss man nicht gut finden. Und ich will einmal hinzufügen, ich sehe das ein Stückchen anders als der Kollege Boddenberg und eben auch von Herrn Kaufmann. Herr Semmer-Gümbel, Ihre Sorge um all diese Arbeitsverhältnisse, um den Druck und all das wäre ja durchaus nachvollziehbarer oder noch glaubwürdiger, wenn dort, wo die Sozialdemokraten regieren, man wenigstens die Debatte darüber führte. Das tut man nicht. Das müssen Sie sich dann schon vorhalten lassen. Und ich sage Ihnen, ich verstehe meine Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Scholz, Frau Kraft oder in Hannover, die sagen mir, weißt du, unsere erste Aufgabe ist, dass in unserem Land eine vernünftige Flugverbindung besteht. Und deshalb sind wir so hinter Ryanair her. Und deshalb freuen wir uns, dass die da sind. Und deshalb sagt meine Kollegin aus Mainz, ja, deshalb feiern wir mit denen Jubiläum und anderes mehr, weil wir möchten, dass auch in unseren Bundesländern gute Flugverbindungen sind. Meine Damen und Herren, ich kritisiere das nicht. Was ich aber kritisiere, ist, dass man hier Dinge beklagt, die man andernorts klaglos hinnimmt. Ich sage es noch einmal, ich kann die sozialdemokratische Haltung nicht verstehen. Es ist ein Zentralangriff auf alle Beschäftigten, die dort bei der Fraport sind. Meine Damen und Herren, warum? Worum geht es? Was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist doch, dass wir nach Recht und Gesetz entscheiden müssen und dass wir eine Veränderung des Flugverkehrs, der Flugverkehre haben. Ich behaupte einmal, auch hier wird es nicht allzu viele Kolleginnen und Kollegen geben, die, wenn sie z.B. nach Wien für 40 € fliegen können, aus ganz bewussten Gründen dann ein teures Ticket für 219 € buchen. Das wird wahrscheinlich nur selten der Fall sein. Und weil das so ist, hat sich dieser Bereich geradezu kometenhaft entwickelt. Und jetzt muss man doch die Frage stellen, schauen wir uns das an, nach der Logik der Frau Wissner, würde das ja dazu führen, dass wir irgendwann da den Schlüssel rumdrehen und sagen, es kommt gar keiner mehr. Wir müssen doch reagieren. Und die Lufthansa hat auch reagiert. Die Lufthansa hat nämlich ganz klar einen Low-Cost-Carrier gegründet, Eurowings. Warum haben die das denn gemacht? Warum streiten die sich denn wochenlang mit den Piloten und anderen? Weil es genau um die Frage geht, können wir unsere Leistungen zu verträglichen Bedingungen auch zu günstigeren Preisen anbieten? Das ist die Frage, die dahinter steht. Und dann hören Sie von Lufthansa, wenn Sie diesen Teil betrachten,
Wir sind weltweit unterwegs, haben eine weltweite Konkurrenzsituation. Und es geht nicht darum, was wir uns wünschen, sondern wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, dann sind wir irgendwann gar nicht mehr am Markt und dann gibt es gar keine Arbeitsplätze mehr. Auch das ist ein Argument, das man wenigstens wägen muss. Deshalb kritisiere ich nicht, dass die Lufthansa selbst eine sogenannte Billig-Airline gegründet hat. Und jetzt kommt das zweite Problem. Warum ist Lufthansa überall mit dieser Billig-Airline, aber nicht in Frankfurt? Das ist doch das zentrale Problem, Herr Schäfer-Gümbel. Ich habe in allen Gesprächen genau diesen Punkt angesprochen. Frankfurt hat 1 Million Passagiere verloren im vergangenen Jahr an die Flughäfen drumherum, fast zu 98% an die Low-Coster in Hannover, in Köln, in Stuttgart, in Nürnberg. Und jetzt muss ein Unternehmen entscheiden, was tun wir. Und deshalb ist die richtige Unternehmensentscheidung, genauso wie die Lufthansa sich für ihren Bereich entschieden hat, muss ein Flughafen sich für seinen Bereich entscheiden und sagen, wir öffnen uns für dieses Low-Cost-Segment als einen kleinen und überschaubaren Anteil. Wir machen daraus nicht sozusagen einen Low-Cost-Flughafen. Und da Sie ja auch mit Lufthansa gesprochen haben, haben Sie eine Antwort bekommen, warum die nicht kommen? Ich kann es Ihnen sagen. Das ist alles kein Geheimnis. Lufthansa kommt nicht nach Frankfurt, weil Sie sagen, ihr seid zu teuer. Ihr seid zu teuer, ihr müsst billiger werden. Ihr müsst mindestens so billig werden wie Hannover oder andere. Das ist der eigentliche Grund des Problems. Ich verstehe Lufthansa. Ich verstehe aber auch Fraport. Ich beschäftige mich ja nicht erst seit gestern mit dem Thema. Wir haben die höchsten Kosten für die Gebühren für die Flugzeuge. Das stimmt. Und wir können sie nicht beliebig senken. Wir wollen auch nicht in ruinöse Beschäftigungsverhältnisse, damit wir billiger werden. Gerade weil wir gute Beschäftigungsverhältnisse halten wollen, weil wir eine Reihe von politischen Vorgaben haben und weil wir relativ enge bauliche Verhältnisse haben, sind die Möglichkeiten, dort etwas zu verändern, überschaubar. Und das ist der Kern des eigentlichen Problems. Lufthansa lässt öffentlich erklären, wenn ihr günstiger werdet, dann kommen wir. Und jetzt hätte ich gerne einen Vorschlag. Was sagen Sie denn dazu? In Ihrem letzten Absatz haben Sie, das ist ja der einzige Punkt, wo Sie wenigstens noch andeuten, dass das Problem keineswegs alleine Problem der Fraport ist, sondern der Lufthansa. Da deuten Sie an und schreiben in Ziffer 9, insbesondere, also, wir erwarten allerdings auch von der Lufthansa ein klares Bekenntnis zum internationalen Drehkreuz. Sagen die ja. Und eine Wiederbelebung der Systeme, insbesondere die Ansiedlung A320neo und 777-Flotte, Übertragung Hauptsitz von Köln nach Frankfurt. Meine Damen und Herren, Enttäuschungen gibt es da auf vielen Seiten. Die Erklärung, dass der Hauptsitz von Köln nach Frankfurt kommt, ist mehrere Jahre her, ist heute nicht geschehen. Alles, was die Lufthansa erwartet hat, haben wir im Handumdrehen zur Verfügung gestellt. Den A380-Steig. Ich erinnere an Lufthansa Cargo Zentrum. Wir haben alles gemacht, es kam dann doch nicht. Ich kritisiere das nicht, es sind geschäftspolitische Entscheidungen. Aber ich will Sie einmal auf einen Umstand hinweisen. Und da wird beides deutlich, und dass die Sache nicht so einfach ist. Sie haben in Ziffer 9 interessanterweise die E350 nicht erwähnt. Ein besonders gutes, ein besonders leises und ein besonders spritsparendes Flugzeug. Es war einmal vereinbart, dass dieses Flugzeug ganz überwiegend nach Frankfurt stationiert wird. Und daran haben wir größtes Interesse, weil das Beste zur Bekämpfung des Fluglärms sind leisere Flugzeuge. Und da sind wir auch mit der Lufthansa einig mit allen anderen. Die sagen uns nur, wir können keine neuen kaufen, weil wir kein Geld haben. Aber jetzt haben sie neue gekauft. Und wo haben sie die hingestellt? Sie haben sie nach München gestellt. Und nach der letzten Sitzung hat die Lufthansa erklärt, nicht nur die 10, die da stehen, sondern alle 15 kommen dahin. Und jetzt frage ich Sie, wieso? Machen die das, um uns zu ärgern? Das ist doch Unsinn. Weil Sie uns vorrechnen und sagen, ihr verlangt 35 € für die Gebühren, Lufthansa bzw. in München zahlen wir aber nur 28. Und deshalb verlangen wir weniger. Und genau dort liegt ein Problem. Und meine Damen und Herren,
Ich wäre dankbar, wenn wir die Vordergründigkeiten mal beiseite schieben und mal ganz einfach anerkennen, beide Unternehmen haben gute Gründe für das, was sie tun. Und jetzt geht es um die Frage, wie kriegen wir gemeinsam das, was wir brauchen, nämlich Erfolg für beide Seiten. Und da finden wir uns wieder. Die Partnerschaft von Fraport und Lufthansa ist für alle elementar. Das bestätigen auch alle. Und falls Sie noch ein bisschen Gelegenheit haben, zuzuhören, haben wir an diesem Abend auch sehr konkret einiges vereinbart. Ich weiß nicht, ob Sie noch Gelegenheit haben, zuzuhören. Okay. Wir haben an diesem Abend einiges vereinbart. Sehr konkret. Und nicht nur nach dem Motto, wenn man nicht mehr weiß, macht man einen Arbeitskreis, sondern mit konkreten Aufgabenverteilungen. Alles mit dem Ziel, diese Partnerschaft zu beleben und mit einer Wachstumsstrategie, weil nur das am Ende erfolgreich sein wird, zu einer gemeinsamen Zielerfüllung zu kommen. Wenn wir dort für die Lufthansa preisgünstiger werden sollen, dann müssen wir auch mehr gemeinsames Geschäft machen. Und dann wird die Lufthansa mit ihrer Low-Cost-Area genauso behandelt wie Ryanair, wie jeder andere auch. Und deshalb ist meine Vorstellung, meine Damen und Herren, es geht nicht um die Punkte, die Sie genannt haben. Es geht um einen Interessenausgleich von zwei Unternehmen, die aus ihrer Sicht mit guten Argumenten jeweils etwas verlangen, das der andere so nicht geben kann. Also muss es darum gehen, einen Weg in die Zukunft zu finden. Und ich bin sehr froh. Sie werden heute Abend hören oder heute Mittag, der erste Erfolg hat sich eingestellt. Fraport und Lufthansa haben einen Vertrag geschlossen, bei dem sie eine intensive, gute, weitere und zusätzliche Zusammenarbeit vereinbart haben. Gestern oder heute werden Sie es beschließen. Das ist der richtige Weg. Und den werden wir begleiten. Wir werden den Unternehmen nicht vorschreiben im Einzelnen, was sie zu tun haben. Aber wir werden immer dafür Sorge tragen, dass alle Gegebenheiten da vorhanden sind, dass beide Unternehmen erfolgreich sein können, dass die Menschen in dieser Region sich darauf verlassen können. Unsere Ambitionen zum Fluglärmsenkung sind ungebrochen. Und es bleibt der Satz, wir wollen erfolgreich sein und wir wollen auf Dauer die Menschen mit weniger Lärm belasten. Das ist unser Ziel. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber das haben wir nachweislich nicht nur gemacht, sondern wir haben auch Beiträge dazu gebracht und Erfolge erzielt. Das ist vorgetragen worden. An dieser Geschichte halten wir fest. Und wenn Sie bessere Ideen haben, wenn Sie klügere Vorschläge haben, dann sind wir gerne offen, darüber zu sprechen. Wenn Sie uns nur kritisieren, aber gar keine Vorschläge machen, dann ist diese Kritik billig und sie hilft niemand. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat der Abg. Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Sechs Minuten. Ja, fangen wir mal an. Ja, nicht schlecht. Mehr als eine Minute. Aber die sechs Minuten werden auch reichen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte wird noch einmal interessanter, auch nach den sehr ausführlichen Ausführungen des Ministerpräsidenten. Ich würde gerne einige Punkte aus der Aussprache noch einmal aufnehmen und beantworten. Ich will ganz bewusst beginnen mit dem Hinweis vom Kollegen Kaufmann und der Frage, wo wird denn Beschäftigung abgebaut? Im Übrigen, Herr Ministerpräsident, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. In all den Flughafenfragen stimme ich mich immer ganz dezidiert und ausdrücklich mit den dafür gewählten Vertreterinnen und Vertretern des Betriebsrats, des Gesamtbetriebsrats, der Gewerkschaften ab, wenn wir uns positionieren. Insofern, die Sorge brauchen Sie sich nicht zu machen. Mit den Beschäftigten finde ich mich sehr im Einklang bei dem, was ich hier vortrage. Wo das Problem ist derzeit, und jetzt rede ich an einer Stelle über Ryanair, und zwar nicht über die Arbeitsbedingungen bei Ryanair,
sondern über die Folgen der Aufstellung der Flugzeuge von Ryanair für den Frankfurter Flughafen, für die dortigen Dienstleistungen, beispielsweise im Reinigungsgewerbe oder bei den Bodenverkehrsdiensten. Über die Abwicklungszeiten hat die Kollegin Wissler schon hinreichendes gesagt. Aber ich will das verbinden auch mit dem Hinweis darauf, dass Ryanair dezidiert erklärt, dass die Reinigung der Flugzeugkabine eben nicht von Servicepersonal am Frankfurter Flughafen vorgenommen wird, wie das bei allen anderen Airlines mehr oder weniger der Fall ist, sondern durch das Kabinenpersonal selbst. Das heißt, es hat unmittelbar Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation in einem Beschäftigungssektor, wo die Leute ohnehin kein Reichtum verdienen. Aber es hat ganz dezidiert darauf Auswirkungen. Zweitens, auch darauf habe ich vorhin schon einmal hingewiesen, wenn die Lufthansa, und die Lufthansa ist in der Tat nicht der Weiße Engel und der Weiße Ritter, sondern sie sind schon Teil des Problems. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Herr Ministerpräsident, es geht um sehr unterschiedliche, harte Interessen. Und der Versuch beider Unternehmen, Fraport AG auf der einen Seite und Lufthansa auf der anderen Seite, jeweils den Versuch zu machen, sich nur auf sich selbst bezogen die Probleme der Unternehmen zu lösen, wird am Ende scheitern. Das können Sie nachlesen. Wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie es auch schon aufnehmen können. Aber der Rückzug von Interkontinentalmaschinen, also großen Maschinen mit mehr Passagieren, mit mehr Fracht, weg nach Frankfurt, Zürich oder Wien, infolge einer veränderten Unternehmensstrategie auch auf der Lufthansa-Seite, gleichzeitig Füllung der Flugbewegung durch kleineres Fluggerät, damit keine Slots verloren gehen, bedeutet am Ende, dass pro Passagier und Ladegewicht Beschäftigung und damit auch Umsatz für das Unternehmen Fraport verloren gehen. So einfach ist das. Deswegen hat es natürlich Auswirkungen für die Beschäftigungssituation am Frankfurter Flughafen, wenn solche Veränderungen auch durch die Brüchigkeit in der Systempartnerschaft ins Wanken kommen. Zweiter Punkt. Die Systempartnerschaft, und wenn es kein Problem gäbe am Frankfurter Flughafen und mit der Systempartnerschaft, hätten Sie nicht so ausführlich gesprochen, und die Debatte wäre auch nicht so leidenschaftlich geführt worden, ist in der Tat mit vielen unterschiedlichen Anteilen und Problemen behaftet. Ich will eine Bemerkung aufgreifen, die ich auch schon im November gesagt habe. Eine Möglichkeit wäre, und das habe ich Ihnen übrigens in unserem Telefonat sehr ausführlich auch erläutert, die Frage der Gemeinsamkeit beim A-Finger oder beim T1, mindestens für den A-Bereich, in Frage einer gemeinsamen Betreiberschaft durch Lufthansa und Fraport, wie in München geschehen, zu stabilisieren. Wäre eine der Möglichkeiten. Ich weiß, dass Sie darüber reden. Aber wir reden darüber seit Jahren, Herr Boddenberg. Wir reden seit Jahren. Und irgendwann muss man dann auch Entscheidungen treffen. Wenn es jetzt irgendwie vorankommt, soll es mir ja recht sein. Aber so den Eindruck zu erwecken, als gäbe es kein Problem und Sie hätten alles im Griff, den kann ich ausdrücklich nicht teilen. Ich will das mit der knappen Redezeit nur mit einer Bemerkung aufnehmen, dann noch einmal auf Ryanair und die Bedeutung SPD-geführter Bundesländer hingewiesen. Das ist mir auch ein Dorn im Auge. Was Sie allerdings nicht erwähnt haben, ist, dass das rot-grüne Regierungen in aller Regel sind. Also die Grünen sind immer mit dabei. Und über die Frage Stuttgart, Herr Boddenberg, und über die Frage Stuttgart, einer schwarz-grün geführten Landesregierung, haben Sie nichts gesagt. Aber auch da ist Ryanair sehr aktiv und spielt eine gewisse Rolle für Frankfurt. Insofern sind wir bei der Frage, wo der Druck herkommt und wie sich die unterschiedlichen Regionalfluggänge aufheben, ziemlich gut wechselseitig beteiligt. Dritte Bemerkung. Ich will das auch noch einmal aufnehmen, die Frage der Genehmigung. In der Tat, ich habe das gesagt, ich bleibe dabei. Der Minister hat nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Und das Verfahren brauchen Sie uns nicht zu erklären. Wir wissen das. Anders als andere Teile der Landesregierung kennen wir uns in solchen Verfahrenswegen in der Regel aus. Aber die Frage, welche Teilelemente dabei zu entscheiden sind, da gibt es Ermessensspielräume. Und wir haben uns im November ausdrücklich auf die Hinweise vom Kollegen Al-Wazir eingelassen, haben das hier auch bestätigt. Wir haben uns inzwischen gutachterlich Stellungnahmen reinholen lassen, dass es sehr wohl Stellschrauben gegeben hätte, in der Art und Weise der Genehmigung sehr wohl andere Akzente zu setzen. Und ich habe den Punkt vorhin mit der Frage der Konkurrenz auf bestehenden Fluglinien zum Thema gemacht. Sehr konkret. Letzte Bemerkung zur Frage der Aufsichtsräte. Ich will das noch einmal wiederholen, Herr Ministerpräsident, damit es klar ist. Ich habe gesagt, Herr Weimar hat seine Verdienste, unzweifelhaft. Aber ich glaube, dass es richtig ist mit Blick auf die Situation. Und die Fraport ist kein normales, unabhängiges Unternehmen, sondern es ist ein Infrastrukturanbieter, wo das Land Hessen der größte Anteilseigner ist. Dass ich es für klüger halten würde, wie in München
das operative Geschäft des Aufsichtsrats stärker mit der Landesregierung zu verkoppeln. Deswegen bleibe ich bei der Auffassung, dass der amtierende Finanzminister, aus dem Rollenverständnis hat nämlich damals Weimar diese Rolle bekommen, dass der amtierende Minister für Finanzen in Hessen diese Rolle übernehmen soll, damit die wechselseitigen Perspektiven wieder stärker eine Rolle spielen. Letzter Satz, Herr Präsident. Ich hätte mir gewünscht, auch weil hier viele substanzielle Fragen aufgerufen wurden, die jetzt in 6 Minuten nicht mehr zu beantworten sind, wenn in dieser Periode ein einziges Mal das Thema Flughafen und Weiterentwicklung im Rahmen einer ausführlichen Regierungserklärung aufgerufen worden wäre, dann hätten wir substanziell mehr Zeit, diese Fragen auch ernsthaft hier zu beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Setzpunkt der SPD reiht sich ein in vorige Setzpunkte der SPD zum Thema Flughafen, an deren Ende eigentlich nur eine Frage steht. Hat die SPD eine Position, und wenn ja, wie viele? Es war die SPD, die für den Ausbau war, gemeinsam mit CDU und FDP. Die SPD hat uns erklärt, dass sie für Billigflieger am Frankfurter Flughafen ist. Und die SPD war es, die mit der Landesregierung in Rheinland-Pfalz unter Führung von Kurt Beck Ryanair erst fett gemacht hat. Was ist denn jetzt die Position der SPD? Kurt Beck erklärt im Jahr 2005, ich zitiere, durch die Vereinbarung mit Ryanair werden am direkten Flughafenstandort rund 10.000 Arbeitsplätze insgesamt bis 2012 prognostiziert. Dies eröffnet Arbeitsplatzchancen für das ganze Land, so Ministerpräsident Kurt Beck. Heute erklärt uns die SPD, dass sie Ryanair gar nicht will. Sie waren es aber, die Ryanair erst in die Marktposition gebracht haben, mit den miesen Arbeitsbedingungen, die es bei Ryanair gibt, über die wir heute reden. Sie müssen irgendwann auch einmal zu Ihrer Verantwortung stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Hat die SPD eine Position in Flughafenfragen? Und wenn ja, wie viele, Herr Kollege Schäfer-Gümbel? Sie erklären der geneigten Öffentlichkeit, Sie sind für den Ausbau, aber Sie sind gegen den Lärm, der durch diesen Ausbau entsteht. Das passt nicht zusammen. Sie erklären der geneigten Öffentlichkeit in Frankfurt in Person von Herrn Feldmann, dass Sie für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr sind. Hier im Landtag erklären Sie, Sie sind dagegen. Im SPD-Wahlprogramm steht, dass Sie eine Lärmpause am Frankfurter Flughafen wollen. Wenn diese Landesregierung sie umsetzt, sagen Sie, na, so war es dann auch wieder nicht gemeint. Jetzt sind wir gegen die Lärmpause. Sie haben gesagt, Sie sind gegen ruinösen Wettbewerb am Frankfurter Flughafen, aber für Billigflieger. Sie sind für Billigflieger, aber gegen Ryanair. Hat die SPD eine Position? Und wenn ja, wie viele, meine Damen und Herren? Sie erklären vor noch nicht einmal einem halben Jahr in diesem Hessischen Landtag, dass die Landesregierung gar nicht anders handeln konnte, als die neue Entgeltordnung zu genehmigen. Und nicht einmal ein halbes Jahr später stellen Sie heute einen Antrag, der das genaue Gegenteil beantwortet. Haben Sie eine Position? Und wenn ja, wie viele, meine Damen und Herren? Sie kritisieren diese Landesregierung, dass sie die Entgeltordnung nach Recht und Gesetz genehmigen musste. Da waren wir vor einem halben Jahr noch einig. Sie schweigen völlig über das, was die Bundesarbeitsministerin, die ja, glaube ich, Ihrer Partei angehört, nach Recht und Gesetz tun könnte, um die Arbeitsbedingungen bei Ryanair zu überprüfen, um festzustellen, ob es sich hier um Scheinselbstständigkeit handelt, um festzustellen, ob das vereinbar ist mit den Kriterien der deutschen Rentenversicherung. Wo ist denn die Initiative der Bundesarbeitsministerin von der SPD gegen die skandalösen Arbeitsbedingungen bei Ryanair, die Sie im Landtag hier kritisieren? Die Backen aufblasen, aber selbst überhaupt nichts tun.
Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Hat die SPD eine Position, und wenn ja, wie viele? So funktioniert es nicht. Allen wohl und keinem wehe, jedem nach dem Mund zu reden. Dann auch noch zu erzählen, der Frankfurter Flughafen sei für Sie ein so wichtiges Thema. Das nehme ich Ihnen sogar ab. Nur wie passt das dann damit zusammen, dass Ihr prominentestes Aufsichtsratsmitglied, der Oberbürgermeister von Frankfurt, Mitglied der SPD, zu den meisten Aufsichtsratssitzungen ja gar nicht hingeht? Wie passt das zusammen, meine Damen und Herren? Wer wie die SPD für den Ausbau ist, wer wie die SPD für Billigflieger ist, wer wie die SPD Ryanair in Rheinland-Pfalz erst festgemacht hat, von dem brauchen wir überhaupt keine Nachhilfe in allen flughafenpolitischen Fragen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Meine Damen und Herren, das Wort hat die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Etwas Ruhe, bitte, sonst höre ich nichts. Frau Kollegin Wissler, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einen Moment, Frau Kollegin Wissler. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich bitte etwas zu beruhigen. Wir hören, Herr Kollege Schmitz, gilt auch für Sie, wir hören hier oben nichts. Manchmal ist es ganz gut, aber wir hören trotzdem nichts. Die Frau Kollegin Wissler hat jetzt das Wort. Allgemein ist Ruhe. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Wagner, bei allen Differenzen, die ich zur SPD beim Thema Flughafen habe, aber ich finde, wenn es eine Partei gibt, die sich beim Thema Flughafen und Gradlinigkeit nicht aus dem Fenster lehnen sollte, dann sind das die GRÜNEN. Ich sage nur, wenn ich da denke an das Versprechen eines 8-stündigen Nachtflugverbots, wenn ich daran denke, dass der damalige Spitzenkandidat Tariq Al-Wazir gesagt hat, mit mir wird es kein Terminal 3 geben, was ist daraus geworden? Er hat den Spatenstich geschwänzt. Mehr ist daraus nicht geworden. Terminal 3 wird gebaut. Und ich finde, wenn die GRÜNEN heute in der Regierung ihr eigenes Wahlprogramm und ihre eigenen Forderungen heute als unrealistisch bezeichnen, dann finde ich, spricht das schon für sich. Und deswegen sollten Sie sich beim Thema Glaubwürdigkeit und Gradlinigkeit, beim Thema dieses Flughafens, wirklich zurückhalten, Herr Wagner. Reden wir über das Geschäftsmodell von Ryanair. Reden wir über das Geschäftsmodell von Ryanair. Ryanair macht es sich zum Motiv, dass es Flughäfen gegeneinander ausspielt, dass es Geschäftspartner unter Druck setzt. Das sagen die Flughäfen Münster, Osnabrück, das sagt der Flughafen Hahn, das sagt der Flughafen im französischen Po. Alle sind Opfer davon geworden, dass Ryanair versucht, die Flughäfen in einen Unterbietungswettbewerb zu zwingen, und zwar sowohl bei den Gebühren als auch bei den Arbeitsbedingungen. Und ich finde, dazu muss doch der Frankfurter Flughafen sagen, der sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet. Dazu sagen wir, nein, wir steigen nicht ein in einen Unterbietungswettbewerb auf Kosten der Beschäftigten, auf Kosten der Sicherheit, meine Damen und Herren. Aber genau das wird nicht getan. Man rollt einem Unternehmen den roten Teppich aus. Mit Genehmigung der Landesregierung, dass die Rabatte, die Ryanair ja überhaupt erst angelockt hat, noch genehmigt hat. Warum? Damit es den zigsten Flug nach Palma de Mallorca vom Frankfurter Flughafen gibt, für den es überhaupt keinen Bedarf gibt. Meine Damen und Herren, durch Ryanair wird der Druck auf die Beschäftigten anderer Fluggesellschaften und der Fraport selbst erhöht, und zwar sowohl am Boden bei den Bodenverkehrsdiensten, wo dann auch noch versprochen wird, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort so eine schwere Arbeit machen, ihre schwere Arbeit zukünftig in der Hälfte der Zeit für Ryanair verrichten, für alle anderen offensichtlich nicht.
und es setzt unter Druck die Beschäftigten, die bei den Fluggesellschaften selber arbeiten. Weil natürlich, das stimmt ja, natürlich ist Lufthansa Teil des Problems mit dem Billigflieger Eurowings. Und das Problem ist, dass es einen Unterbietungswettbewerb gibt und dass man Ryanair die Schlimmsten in diesem Bereich auch noch explizit einlädt nach Frankfurt, um dort Löhne zu drücken und um Arbeitsbedingungen dort zu unterlaufen, meine Damen und Herren. Und Standards. Standards heißen Standards, weil man sie nicht infrage stellt, weil einige sie unterlaufen. Denn dann müssen diese Unternehmen gezwungen werden, Standards einzuhalten. Es kann doch nicht sein, dass man aber dafür sorgt, dass alle anderen dann gezwungen werden, diese Standards nach unten anzupassen und die eigenen Standards zu unterlaufen, weil man hier einen Unterbietungswettbewerb hat. Und, Herr Ministerpräsident, das war wirklich eine bemerkenswerte Rede, die Sie hier gehalten haben. Sie stellen sich hier hin und sagen wörtlich, die Beschäftigungsverhältnisse bei Ryanair, die sind prekär, die sind schlecht, aber die bei Aeroflot und Qatar Airways sind noch schlechter. Ja, was soll denn das heißen? Was soll denn das heißen? Also, ich meine, ich weiß es nicht, ob es Ihnen bekannt ist, aber Katar ist kein demokratischer Staat. Wir können uns gerne einmal mit den Arbeitsbedingungen in Katar auseinandersetzen. Das kann doch nicht das Modell sein. Das ist doch mit dem Argument, das Sie hier vortragen, mit dem Argument könnte man Kinderarbeit in Deutschland hinnehmen, um mit Bangladesch konkurrenzfähig zu werden, meine Damen und Herren. Und Sie reden hier als Ministerpräsident einem Unterbietungswettbewerb das Wort, eine Abwärtsspirale, die auf Kosten der Beschäftigten geht. Und wenn Sie es nicht so gemeint haben, dann stellen Sie sich halt hier hin und stellen es richtig. Aber wer bei schlechten Arbeitsbedingungen von Ryanair nicht mit dem Finger auf Ryanair zeigt und sagt, ihr müsst Tarifverträge einhalten, sondern sagt, Qatar Airways und andere machen es noch schlimmer, der stellt sich doch nicht an Seiten der Beschäftigten, wie man das eigentlich von einem Ministerpräsidenten erwarten müsste. Und ein Letztes. Herr Ministerpräsident, das kann hier einfach so nicht stehen bleiben, weil es einfach dreist ist. Sie haben sich ja hier hingestellt und sich für das Nachtflugverbot gelobt. Wer hat denn das Nachtflugverbot eigentlich durchgesetzt? Das haben doch nicht Sie durchgesetzt. Im Gegenteil, das haben Gerichte durchgesetzt, und zwar gegen Sie. In Ihrem Planfeststellungsbeschluss. In Ihrem Planfeststellungsbeschluss haben Sie, nachdem Sie den Menschen der Region versprochen haben, wenn es den Flughafenausbau gibt, dann gibt es auch ein Nachtflugverbot, haben Sie in Ihrem Planfeststellungsbeschluss 17 Nachtflüge genehmigt, entgegen Ihrem Versprechen, mit dem irren Argument, 17 ist nahe Null. Und dann hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel Ihnen gesagt, dass das so nicht geht und nicht rechtmäßig ist und dass Null Null bedeutet und Nachtflugverbot heißt, dass nicht fliegen darf. Und was haben Sie damals gemacht? Sie sind gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel auch noch in Revision gegangen gegen dieses Urteil. Und erst das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Ihnen dann erklärt, dass das Nachtflugverbot so durchgesetzt wird. Also erzählen Sie doch nicht, Sie hätten das Nachtflugverbot durchgesetzt. Die Gerichte und die Proteste der Bürgerinnen und Bürger, die haben das Nachtflugverbot durchgesetzt, und zwar gegen Sie. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schäfer-Gümbel, mir tut es schon so ein bisschen leid, wenn ich den Streit verfolge, den Sie heute ja auch mit dem Kollegen Wagner geführt haben. Ich selbst würde mich auch nie so echauffieren können, aber ich will ausdrücklich sagen, ich verstehe den Beitrag und die Emotionalität des Beitrags von Herrn Kollegen Wagner sehr gut, weil er völlig zu Recht, und das wird Sie auch in dieser weiteren Legislaturperiode weiter begleiten, immer wieder eine entscheidende Frage stellt, nämlich gibt es einen Lösungsvorschlag von Seiten der SPD? Und ich finde diese Frage nicht nur berechtigt, sondern sie wird leider immer wieder auch neu benötigt, weil Sie immer wieder den gleichen Fehler machen. Sie bleiben so bei der Hälfte des Problems einfach stecken. Sie machen vorher ein bisschen medialen Rummel. Sie setzen und platzieren ein paar Überschriften. Und wenn es dann hier darauf ankommt, dass wir von Ihnen eine relativ banale Frage und eine Antwort darauf haben wollen, nämlich
Was heißt denn, wenn Sie sagen, auch ich beobachte die Entwicklung weltweit sehr wohl? Was heißt denn das für Sie? Und übrigens mal nebenbei bemerkt, Frau Wissler, eigentlich wissen Sie, ist es so, dass ich mich selten mit Ihnen befasse, aber eines will ich schon noch so sehr deutlich sagen, weil es auch von Herrn Schäfer-Gümbel ansatzweise so kritisiert worden ist. Ich habe den Ministerpräsidenten nicht so verstanden, und es war auch definitiv nicht seine Rede, dass er das eine, was die sozialen Standards bei Fluglinien anbelangt, mit dem anderen rechtfertigen zu versucht. Was ich habe es ja auch angesprochen, damit sagen will, ist Herr Schäfer-Gümbel, ich frage nur, wo waren Sie denn bisher bei dieser Frage? Nichts anderes. Und da geht es nicht um Rechtfertigung, sondern da geht es um die Frage, ist Ihre Politik stringent, glaubwürdig, hat sie einen roten Faden, oder ist es mal so, gerade wie es Ihnen passt? Ich glaube, Letzteres ist der Fall, und das ist Ihr Problem. Und wenn ich noch einmal, ich finde, so langsam aber sicher ist das ja zu viel der Ehre, wenn wir hier noch einmal über den Frankfurter Oberbürgermeister reden. Aber auch das ist doch im Kern Ihr Problem. Sie unterhalten sich hier über die Frage der Anbindung Aufsichtsrat Landesregierung. Also jetzt kenne ich den Terminkalender des Ministerpräsidenten und den des Wirtschafts- und Verkehrsministers nicht im Detail. Ich weiß nur, dass wir jedenfalls über kein Thema häufiger reden als über die Entwicklung am Frankfurter Flughafen und dass diese Landesregierung über kein Thema mit irgendjemandem aus dem Bereich der Wirtschaft häufiger redet als mit den Vertretern im Aufsichtsrat und im Vorstand des Frankfurter Flughafens. Also, da brauchen wir nun wirklich jetzt von Ihnen keine Impulse. Das findet statt. Da können Sie völlig sorglos sein, Herr Kollege. Aber ich will noch einmal zu Herrn Feldmann kommen und Ihnen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn Sie hier über Arbeitsplätze und die Frage von prekären Arbeitsverhältnissen und Sozialstandards reden, ist das in Ordnung. Das tun wir auch. Aber wenn ich mit Herrn Feldmann rede oder besser gesagt mir seine Politik anschaue, dann komme ich auf die Idee, dass es diese Arbeitsplätze überhaupt nicht geben würde und wir 15.000, 14.000, 16.000 Arbeitsplätze abbauen müssten oder würden, wenn wir der Politik des Oberbürgermeisters der SPD der Stadt Frankfurt immerhin mit 20% wichtiger Anteilseigner bei Fraport folgen. Der sagt nämlich, Herr Jüger hat es kommentiert, was seine Inszenierungsqualitäten anbelangt, da ist er teilweise wirklich gut. Herr Jüger, auch SPD, Bürgermeister aus Raunheim, Fluglärmkommission, wie wir alle wissen, sagt, also zweimal am Märschelberg schlafen ist ein bisschen wenig an Kampf gegen Fluglärm. Ich habe hier, wir haben leider die Zeit nicht dazu, aber wir werden noch viele Gelegenheiten haben, 19 Punkte der Landesregierung zum Thema Lärmminderung von diesem Minister, von diesem Ministerpräsidenten und den sie tragenden Fraktionen allesamt initiiert. Aber zurück zu Herrn Feldmann. Was fällt ihm ein? Er übernachtet also zweimal am Lärschelberg, hört, dass es dort laut ist und hat eine Headline, das war's. Dann holt er Frau Dr. Fechter in den Magistrat der Stadt Frankfurt, Vorsitzende der Bürgerinitiative, die wiederum sagt, Schließung der Landebahn und zurück auf los, nämlich 380.000 Flugbewegungen. 380.000 Flugbewegungen in Frankfurt am Main hatten wir im Jahr 1998. Im Jahr 1998 hatten wir 15.000 weniger Menschen am Frankfurter Flughafen, die dort beschäftigt waren. Also ergo, Feldmann heißt minus 15.000 Arbeitsplätze. Wollen Sie allen Ernstes mit uns darüber reden, was die Standards der Arbeitsplätze in Frankfurt anbelangt, und uns Vorwürfe machen? Uns Vorwürfe machen, während Ihr Oberbürgermeister das tut, was ich gerade beschrieben habe. Er vernichtet 15.000 Arbeitsplätze. Das passt auch nicht zusammen, Herr Schäfer-Gümbel. Und darüber werden wir auch weiterreden. Und allerletzte Bemerkung. Also jetzt wollen wir auch einmal die Kirche im Dorf lassen. Ich bleibe dabei. Ich rechtfertige nicht Ryanair. Das habe ich eingangs meiner Rede gesagt. Das wiederhole ich gerne. Und wir werden auch kritisch hinschauen müssen, übrigens auch in der Bundesregierung, die wir gemeinsam tragen. Aber ich will schon noch sagen, was Ryanair vorhat, sind 2,5 Millionen Passagiere in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main wird Gott sei Dank nächstes Jahr 63 Millionen Passagiere haben. Also so zu tun, als würde das ein Billigflughafen für jedermann zu günstigsten Preisen mit niedrigen Sozialstandards, ist einfach Quatsch, Herr Schäfer-Gümbel. Aber das ist der Eindruck, den Sie hier versucht haben zu erwecken. Zwei Drittel dieses Airports sind weiterhin das Geschäft mit der deutschen Lufthansa. Dabei wird es bleiben. Und ich wiederhole auch das gerne noch einmal. Wir sind die Landesregierung wie die sie tragenden Fraktionen Partner für die Fraport wie auch gleichermaßen für die Lufthansa. Das wissen beide Vertreter. Und ich bin dankbar, dass die
Landesregierung, der Wirtschafts- und Verkehrsminister und der Ministerpräsident wichtige Impulse dazu beigetragen haben und gesetzt haben, dass diese beiden Unternehmen weiter über Gemeinsames reden. Sie haben Punkte angesprochen, Betrieb eines gemeinsamen Terminals, alles mehr. Über all das wird geredet, wie Sie vielleicht wissen aus Ihren Gesprächen. Aber es braucht wohl hin und wieder eine Landesregierung, die sagt, jetzt ist mal gut und jetzt setzt ihr euch zusammen. Und ich gehe davon aus, dass wir schon bald tolle Ergebnisse von beiden Unternehmen hören werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, hier noch einmal an das Rednerpult zu gehen, weil ich mich mit dem Kollegen Boddenberg und auch mit dem, was der Ministerpräsident gesagt hat, sehr gut wiederfinde. Ich glaube, das war auch in meiner Rede so zu verstehen. Aber das, was sich der Kollege Wagner hier eben erlaubt hat, das muss ich sagen, das reißt einen Liberalen dann hier ans Podium, um die SPD zu verteidigen. Herr Wagner, also sind Sie fertig? Herr Wagner, ich habe hier noch viel Zeit und ich habe das Mikrofon. Von daher habe ich dann irgendwie die besseren Karten. Herr Wagner, was Sie hier eben veranstaltet haben, ist einfach unanständig. Wir haben eine sachliche Debatte geführt. Und Sie sind Fraktionsvorsitzender einer Fraktion, die diese Regierung trägt. Ich hätte mir viel dazu einfallen lassen können, warum heute nicht der Wirtschafts- und Verkehrsminister redet. Ich hätte mir viel dazu einfallen lassen, warum die Schlichtung oder in diese Verhandlungen nicht der Wirtschaftsminister eingreift, sondern der Ministerpräsident. Das zeigt schon eine deutliche Sprache, wo die GRÜNEN an dieser Stelle stehen. Aber Herr Wagner, allen Ernstes, dass Sie jetzt der SPD auch noch vorwerfen, Sie hätte damit, dass Ryanair in Rheinland-Pfalz stationiert wurde, dass der Ministerpräsident sagt, das ist eine Airline, wir sind froh, dass Sie da sind, jetzt der SPD in die Schuhe schieben wollen, das Geschäftsmodell, das Sozialdumping betreibt, also das schlägt wirklich den Fass in den Boden aus. Natürlich haben Sie das gemacht. Natürlich haben Sie es gemacht, und das ist einem Fraktionsvorsitzenden ist einfach nicht würdig, wie Sie hier geredet haben. Meine Damen und Herren, man kann in der Sache wirklich streiten, aber wie Sie hier die Diskussion dann hochgezogen haben, emotional, hat mit der Sache nichts zu tun, sondern einfach, dass Sie Klamauk machen wollen, weil Sie davon ablenken wollen, dass Sie als GRÜNE jegliche Glaubwürdigkeit bei der Frage Flughafen verloren haben. Ich bin selten. Herr Wagner, das ist Ihre ganze Gestik, Ihre ganze Mimik. Lachen Sie sich tot. Das habe ich Ihnen schon ein paar Mal gesagt, Herr Wagner. Das ist immer bemerkenswert, wenn Sie sich dann auch einen in den Bart lachen. Ich gebe der Frau Wissler selten recht, was den Flughafen in Frankfurt anbelangt. Aber Herr Wagner, dass Sie und Ihre Fraktion, sprich der Wirtschaftsminister, hier in der Opposition noch gesagt hat, er wolle dann, wenn er regiert, die neue Nordwestlandebahn wieder zumachen. Das hat er nie gesagt. Das können wir in den Protokollen nachlesen. Und bei dem, was Sie dann heute machen, Herr Wagner, das ist einfach ein Stück aus dem Tollhaus. Meine Damen und Herren, bleiben wir dabei. Wir nehmen das Wohlwollen zur Kenntnis, wenn die GRÜNEN heute eine andere Position beziehen beim Frankfurter Flughafen. Allein es fehlt mir der Glaube, und Ihre Rede hat das auch gezeigt. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, sind wir endlich am Ende dieser Debatte. Wir haben zwei Anträge in den Ausschuss. Beide Anträge in den Ausschuss, dann überweisen wir den Antrag 19-4820 und 19-4857 in den WVA. So, jetzt haben sich die Geschäftsführer geeinigt, dass wir noch den Punkt 4 aufrufen, Landesblindengesetz, den Punkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Anpassung, Besoldung und Versorgung usw. Der soll nach Punkt 7 aufgerufen werden. Nur damit jeder schon einmal Bescheid weiß, sich richten kann.
die Freizeitaktivitäten so weiter planen kann, wann das alles kommt.